habe heute Morgen über Entscheidungen nachgedacht und wie wichtig Entscheidungen sind in unserem Leben. Das Leben ist, wenn wir keine Entscheidungen treffen, kann man sich vorstellen wie ein langer, breiter Fluss. Und der fließt vor sich hin und der fließt und er kommt irgendwann ins Meer. Und wenn der geradeaus ins Meer fließt, dann sind wir sozusagen auf Autopilot und dann leben wir unser Leben nicht, meiner Meinung nach, sondern dann lassen wir uns leben. Wenn wir jetzt in diesen Fluss, was Flüsse normalerweise in der Natur ja auch machen, Biegungen einbauen, dass es mal links, mal rechts geht, dann kommt mal ein Wasserfall, dann kommen Strömungen, wilde Strömungen und Stromschnellen und so weiter, dann wird unser Leben erst richtig interessant, denke ich. Und das sind eben diese Stromschnellen und diese Biegungen im Fluss, das sind Entscheidungen, die wir treffen. Wenn unser Leben ein Baum ist, dann kann man sich vorstellen, dass dieser Baum am Anfang mit einem Stamm anfängt, das ist unser Leben, und dann verästelt er sich. Wir treffen eine Entscheidung, wir können so oder so, und dann entscheiden wir uns für diese Richtung, und dann geht unser Baum in die Richtung. Bei der nächsten Entscheidung haben wir wieder die Möglichkeit zwischen vielen verschiedenen Ästen, und wir wählen dann wieder eine aus. Und so wächst dieser Baum immer weiter, und wir entscheiden uns für diesen Ast, dann diesen Zweig, dann die, und gehen innerhalb dieses Baumes immer weiter. Und deswegen sind Entscheidungen so wichtig, und deswegen ist es auch wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, wenn man in einer Situation ist, wo man eine große Entscheidung trifft. Wenn man dann keine Entscheidung trifft, ist das auch eine, nämlich alles so weiterlaufen zu lassen wie bisher. Das muss nicht schlecht sein oder gut sein. Ich glaube, dass Entscheidungen grundsätzlich erst gut oder schlecht hier oben werden, in unserem Kopf, in unserem Denken. Per se sind sie es erstmal nicht. Sie bedeuten nur, ich habe mich für eine bestimmte Richtung, für eine bestimmte Lebensweise, für eine bestimmte Zukunft entschieden und so gehe ich eben weiter. Da geht es nicht um gut oder schlecht. Und dann gibt es noch ganz große Entscheidungen. Entscheidungen, wo wir nicht nur innerhalb des Baums weitergehen, Richtung Krone, innerhalb des Flusses, Richtung Meer, sondern wo wir tatsächlich Wasserfälle einbauen, wo wir von einem Baum auf den nächsten springen. Das sind Situationen im Leben, wo wir merken, es geht nichts mehr weiter, es geht nichts mehr voran. Alle Strategien, die ich ausprobiert habe, alles, was ich mir vorgenommen habe, funktioniert nicht. Irgendwie ist es so, als ob da oben keiner zuhört, keiner will mich. Nichts funktioniert mehr, nichts gelingt mir, nichts geht mir flüssig von der Hand. Und dann muss man eben eine große Entscheidung treffen. Und solche großen Entscheidungen, bei denen man dann wirklich auf einen anderen Baum springt, wo sich ein völlig neues Netzwerk an Ästen und Zweigen bildet. Diese Entscheidungen sind sehr oft waghalsig und man muss eine gewisse Freude am Risiko mitbringen. Aber erst dann eröffnen sich auch wirklich neue Wege, sonst bleibt man eben in dem alten Baum hängen, der vielleicht schon vertrocknet, wo das Laub schon von den Ästen fällt. Und irgendwann fällt man als Laub selber von diesem Ast, weil man sich nicht getraut hat, einfach den Baum zu wechseln und einfach mal zu springen, in der Hoffnung, dass man den anderen Baum dann schon greifen können wird. Und wahrscheinlich kennt jeder diesen Satz, eine neue Tür geht erst auf, wenn du die alte zumachst. Aber so ist es. Wenn ich diese Tür hier so festhalte, dann komme ich nicht hier an die neue Tür ran. Ich schaff's nicht, weil die zu weit weg ist. Also muss ich auf der einen Seite loslassen. Dann kann ich die paar Schritte durch den oft leider dunklen Gang zum Lichtschalter machen, den einschalten und die neue Tür öffnen. Meine Frau und ich haben letztes Jahr im Juni die sehr große und waghalsige Entscheidung getroffen, dass wir für ein Jahr in einem Wohnmobil leben werden, dass wir ein Jahr lang den Kindern widmen, der nächsten Generation. Und wir fahren jetzt mittlerweile im 7. Monat mit diesem Wohnmobil und unserer kleinen Tochter und unseren 2 Chihuahuas durch Europa und fragen Kinder und Jugendliche, wir interviewen sie und fragen sie, in was für einer Welt sie denn gerne leben möchten, vor was sie Angst haben, wie sie die jetzige Welt finden und wie sie finden, was wir Erwachsene ihnen hinterlassen. Wir bekommen sehr interessante Antworten von den Kindern und Jugendlichen und wir teilen die auf unserem Vlog www.kosmosderkinder.eu, könnt ihr euch sehr, sehr gerne anschauen. Und ich bereue diese Entscheidung überhaupt nicht. Es ist sehr, sehr schwierig. Die Freiheit kann ein Missstück sein. Sie hat mit Freizeit nichts zu tun. Sie hat auch mit Entspannung und in der Sonne liegen und so weiter überhaupt nichts zu tun. Die Freiheit will jeden Tag aufs Neue erkämpft werden. Wir hatten auch unsere dunklen Stunden und es ist zum Teil sehr, sehr hart. Ich bereue die Entscheidung aber nicht, weil sich ein völlig neuer Baum aufgetan hat. Und in diesem Baum treffen wir jetzt auf diesen verschiedenen Ästen, für die wir uns entscheiden und Zweigen, treffen wir sehr, sehr interessante Leute, Leute, die Lebenskonzepte haben, von denen wir nichts wussten, die aber funktionieren. Und wir bekommen so viel Inspiration, das hätten wir in unserem, ich nenne es mal, alten Leben so nicht bekommen. Und deswegen, ja, ist es eine kleine Laudatio oder eine Hymne auf Entscheidungen. Achtet bitte drauf,
wenn ihr in so einer Situation seid, wo es um große Entscheidungen geht, und traut euch auch einfach mal, was zu entscheiden. Vor allen Dingen dann, wenn es nicht weitergeht, dann ist eine Entscheidung gefragt. Und die Flüsse, die fließen auch nicht gerade, außer der Mensch begradigt sie, und dann treten sie über die Ufer und überall sammelt sich das stinkende Treibgut. Und so wollen wir ja nicht enden, oder? Sondern Flüsse fließen eben so. Und zum Schluss kommen sie ja auch ans Meer. Und wenn es die Flüsse können, können wir es auch. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Woche und wir hören uns bald wieder hier auf www.oliverkier.com.